Der zweite Teil dieser Reihe sind die Lerninhalte. Die Lerninhalte bauen natürlich absolut auf die Lernziele auf, das ist ganz klar, und sind im Grunde das, was im Lehrbuch immer abgebildet ist. Und wir gucken uns nochmal die Lernziele an, Lerninhalte und geben verschiedene Beispiele. Und dann kriegst du langsam den Dreh raus, wie man Lernziele und Lerninhalte und all die anderen Spalten in einem Portfolio beschreibt. Im letzten Video ging es um die Lernzielbeschreibungen. Was sind das überhaupt für Lernziele und wie kann ich sie handlungsorientiert beschreiben? Hier geht es jetzt darum, Inhalte zu diesen Lernzielen zu finden. Also nehmen wir am besten auch die Beispiele, die wir beim letzten Mal hatten. Das heißt, zum Beispiel gab es da diese Lehrbuchseite zu den Personenbeschreibungen. Also das Hauptlernziel war, die Kursteilnehmenden können Personen beschreiben. Und zum Beispiel ein Teillernziel, die Kursteilnehmenden können Personenbeschreibungen verstehen. Wenn wir uns das jetzt mal in der Tabelle anschauen, dann wäre ja erstmal ein Einstieg notwendig, also irgendein Vorwissen, was aktiviert wird. Also zum Beispiel die Kursteilnehmenden können sagen, wie eine Person ist. Da kann man natürlich auf das zurückgreifen, was schon da ist, also eine Art Wiederholungsphase. Das ist natürlich vom Lerninhalt, dass ich die Fertigkeit sprechen. Generell wird bei den Lerninhalten immer aufgeschrieben, um welche Fertigkeiten es sich handelt und zusätzlich Grammatik, Phonetik, Redemittel, Wortschatz. Das gehört alles in die Spalte der Lerninhalte. Das muss aber nicht genauer beschrieben sein. Dafür gibt es eine andere Spalte. Also, dann wäre vielleicht das zweite Teillernziel, die Kursteilnehmenden können verstehen, ob jemand sympathisch, arrogant oder langweilig ist. Das macht ja das Buch auch in diesem Fall. Das wäre dann die Fertigkeit hören, das wäre sozusagen eine Hinführung zu dieser Präsentation. Als drittes Teillernziel könnte man sagen, die Kursteilnehmenden können Personenbeschreibungen verstehen. Man hört noch einmal den Text, also Fertigkeit ist wieder auch hier das Hören. Das ist eine Präsentationsphase, also hier geht es darum, auch etwas Neues mit einzuführen. Das nächste Teillernziel könnte dann sein, die Kursteilnehmenden können verstehen, wie jemand vom Charakter her ist und welches Aussehen er oder sie hat. Also auch hier wäre natürlich wieder das Hören, denn ich höre den Text noch einmal, aber auch das Schreiben, es geht um Wortschatzerweiterung, Charakterwörter, Beschreibungen von Äußerlichkeiten, das wäre eine Systematisierungsphase. Nehmen wir uns das andere Beispiel. Wir hatten auch das Beispiel mit den Gegenargumenten, wo es um die Obwohl-Sätze ging. Als erstes müsste man natürlich überlegen, was ist das Thema dahinter. In dem Buch wird sehr deutlich, dass es sich um das Wetter handelt, also könnte man vielleicht als Einstieg nutzen, die Kursteilnehmer können sagen, was sie bei schlechtem Wetter tun. Das wäre eine Einstiegsphase, wo es um das Vorwissen geht, wo auch wieder der Rucksack mit dabei ist. Fertigkeit wäre Sprechen. Man könnte ein erstes Teillernziel bestimmen, zum Beispiel die Kursteilnehmenden können Gegenargumente verstehen. Also hier haben wir ein neues Thema. Fertigkeit könnte zum Beispiel das Lesen sein, denn man hat dann einen Lesetext, der ist hier ja auch schon angekündigt im Buch. Das wäre die Präsentationsphase. Und dann als zweiten Teil von diesem neuen Bereich wäre dann zum Beispiel, die Kursteilnehmenden können Gegenargumente formulieren. Also in dem Fall ist es die Fertigkeit Schreiben und auch die Grammatik. Also man hat hier die Obwohl-Sätze, die man in eine Tabelle einfügt. Das wäre eine Systematisierungsphase. Als weiteres Teillernziel wäre möglich zum Beispiel, dass die Kursteilnehmenden Gegenargumente verstehen und darauf reagieren können. Also das könnte zum Beispiel ein neuer Teil sein, in dem zum Beispiel die Fertigkeit Hören dabei ist. Das ist vielleicht ein Hörtext. Das wäre auch eine neue Präsentationsphase und so könnten sich danach auch verschiedene Übungsphasen anschließen. Das dritte Beispiel ist auch gleich wieder als Übung gedacht. Das heißt, wir haben hier nochmal die Lernziele, wie wir sie im letzten Video beschrieben haben. Und du könntest als allererstes dir überlegen, was für Lerninhalte würden dazu gut passen. Stoppe am besten hier das Video kurz, schreib es dir kurz auf und schau dir dann die Lösung an. Gut, ich habe jetzt diese Sachen nochmal aufgelistet. Also hier siehst du jetzt, wie ich es mir überlegt habe. Denke mal dran, das ist nur eine Möglichkeit. Es gibt viele verschiedene Facetten, aber damit du so ungefähr weißt, wie es sein könnte.
Als Lernziel also, ja, die Tagesabläufe, dazu passt natürlich die Fertigkeit Sprechen, es passt aber auch das Schreiben, ich könnte Grammatik wiederholen, Uhrzeiten, trennbare Verben, ich könnte auch die Phonetik wiederholen mit dem Wortakzent, also mir immer genau überlegen, was steckt denn dahinter, hinter dieser ganzen Handlung. Das wäre der Einstieg, ich könnte auch sagen, was ich von Beruf bin. Das ist auch wieder eine Wiederholungsphase. Dann kommen die eigentlichen Lernziele, die jetzt hier wieder neu sind. Also die Kursteilnehmenden können einfache Tätigkeiten in typischen Berufen verstehen. Das könnte zum Beispiel ein Lesetext sein oder verschiedene Lesetexte. Das wäre dann die Präsentationsphase. Und die Kursteilnehmenden können über typische Abläufe in ihren Berufen sprechen, könnte sich anschließen. Da wäre zum Beispiel möglich eine Fertigkeit Schreiben, es wäre möglich, dass Wortschatz und Redemittel hinzugefügt werden, typische berufliche Tagesabläufe. Das wäre eine Systematisierungsphase und Übungsphasen würden sich da anschließen, also dieser Teil ist relativ lang. Dann könnten die Kursteilnehmenden zum Beispiel nach typischen Berufsabläufen fragen. Also vielleicht ist das ein Hörtext, ein Dialog. Die Fertigkeit könnte danach auch noch Schreiben sein, wo man auch die Redemittel hinzufügt. Also da hätten wir jetzt wieder eine neue Präsentations- und Systematisierungsphase, um dann vielleicht in eine Fertigkeit sprechen zu kommen mit einem Dialog, den ich vielleicht erst einmal sortieren muss. Also eine Übungsphase. Um dann mit diesem Dialog zu arbeiten, das wäre dann schon das nächste Lernziel. Die Kursteilnehmenden können sich über ihre typischen Berufsabläufe austauschen. Erst einmal wäre es die Fertigkeit Schreiben, indem ich mir so einen eigenen Dialog mit oder ohne Vorgaben zusammenstelle. Da wäre die Binnendifferenzierung möglich, ob ich das jetzt in der Übungsphase schwach gesteuert oder ungesteuert lasse. Und natürlich kann ich das hinterher alles vorführen und in Rollenspielen zeigen. Das wäre die Fertigkeit Sprechen. Die Dialoge werden durchgeführt. So, ich hoffe, das hat dich auch wieder ein Stück weitergebracht in deinem Portfolio. Und wenn es dir gefällt, darfst du gerne den Kanal abonnieren und natürlich jederzeit auch die anderen Videos anschauen. Hier geht's jetzt zum nächsten Video, den Unterrichtsphasen.